Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es gibt weitere Updates, weitere Änderungen und ja, wir wollen nochmal über den Fail von Supercell gestern sprechen. All die Sachen sind dazugekommen, all das heute in diesem Video und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir fangen direkt an und zwar mit dem Fail beim Reset. Gestern war es noch unklar, was genau jetzt passiert ist. Heute ist es klar, die Season ist vorbei. Die nächste Season geht jetzt noch 34 Tage, 7 Stunden. Und das Problem ist, Supercell hat richtig hart reingefällt und auch keine Erklärung bis jetzt dazu abgegeben. Und zwar ist das Problem, es wurden die Hälfte der Leute gefühlt oder 60% resettet, der Rest nicht. Zum Beispiel Trimax, ihr seht's, 0 extra Trophäen rechts, die er bekommen hat durch den Reset. Nicht zurückgesetzt, ist dadurch jetzt Platz 2 in Deutschland. Vorhin war Platz 1. Der Typ auf 1 ist auch nicht resettet. Der Platz 3 wurde resettet. Hier seht ihr ja dann rechts an den Sternen, die halt extra dazukommen im Profil. Slobi auch resettet. André nicht wurde nicht resettet. Algens wurde resettet. Bunny wurde nicht resettet. Der wurde nicht resettet. Der Mr. Keck wurde auch nicht resettet. Und ich wäre jetzt Platz 4 in Deutschland normalerweise. Aber bin jetzt Platz 11, weil ich eben auch resettet wurde. Keine Ahnung, was die da machen. Platz 1 wurde jetzt mittlerweile auch resettet oder ist einfach online gekommen. Ich habe keine Ahnung, es ist ganz, ganz, ganz komisch. Ich bin gespannt, wie sie das fixen wollen. Weil das Problem ist auch, dass die Leute, die resettet wurden, jetzt ja mittlerweile wieder gespielt haben. Oder die Leute, die nicht resettet wurden, langsamer pushen konnten, weil sie halt langsamer Gegner finden. Zum Beispiel so ein Trimax hat heute im Stream, hat vorher sich ja darüber beschwert, dass er 40 Sekunden gesucht hat. Jetzt wurden ganz viele Leute gedroppt, er aber nicht. Das heißt, er sucht noch länger. Keine Ahnung, also irgendwie ist das ganz, ganz komisch. Ich bin echt gespannt, wie sie das Problem beheben werden. Ja. Ansonsten, Thema dieses Videos wird auf jeden Fall auch noch der Clankrieg sein. Es ist krass. Wir haben alle Sterne in einem 20-Leute-Clankrieg geholt. Die größte Anzahl, die man im Clankrieg haben kann, sind 20. Es gibt 10 und 20. Und wir haben beim 20er-Clankrieg alle Sterne geholt. Die Gegner haben auf unserer Map geführt noch gar nichts geschafft. Alles noch offen. Die haben nur 30 Sterne geholt. Es ist absolut krank. Viele von denen haben vielleicht auch nicht gekämpft oder so. Wir haben einfach 30 Sterne geholt und es gab einen Kampf, der war extrem spannend, den möchte ich jetzt an der Stelle zeigen. Und zwar kann man in jedem Clankrieg 3 bis 5 Siege eigentlich holen, beziehungsweise man kann auch 0 holen, theoretisch, wenn man halt jedes Mal es nicht schafft, einen Stern zu holen. Man kann aber auch schaffen, 5 mal 3 Sterne zu holen, das ist das Höchste, was ich bis jetzt gesehen habe. Und es könnte auch mal die Statistik schauen, da sollte es eigentlich auch stehen, mein Team. Es hat jemand 6 mal 3 Sterne geholt, ein neuer Rekord bis jetzt, was ich gesehen habe, 6 mal 3 Sterne, absolut krank. Das schafft man natürlich nur, wenn man recht schwache Basen angreift und krass überlevelt ist, dass man dann wenig Truppen einsetzt. Aber allgemein ist es sehr wichtig, halt möglichst wenig Truppen einzusetzen. Und das hier war mein 4. Angriff. Ich hatte schon 3x3 Sterne geholt. Und da hatte ich halt eben nur noch 4x Henchmen zur Verfügung, der jetzt wirklich nicht so stark ist. Und einmal die Anfangstruppe, den Soldaten. Und das Ding ist halt einfach, dass der Gegner oder die Gegner fast alle Morte hatten. Es gab einen Gegner, der hatte keinen Morte. Und ihr seht jetzt auch hier, wir haben den angegriffen. Wixel und ich dachten, oh, das wird niemals was. Niemals. Keine Chance, gegen den zu gewinnen. Aber wir haben es komischerweise, oder ich habe es komischerweise irgendwie geschafft, da durchzukommen. Es war auch extrem knapp am Ende. Ihr seht es gleich, überleben nur noch die Soldaten und dann wird es halt echt close. Es überleben 2 mit einem HP und einer voll. Es war wirklich extrem knapp, aber wir haben damit nochmal 3 Sterne geholt. Und ja, ansonsten richtig starke Arbeit von unserem Clan. Wirklich die maximale Anzahl. Damit haben wir jetzt auch im Clankrieg hier die, ja, beste Truppe freigeschaltet, die man nämlich ab 160 Sternen freischaltet. Absolut geil. Bin ich mal gespannt, wie die wird. Ist natürlich im Clankrieg. Die Belohnungen sind jetzt nicht super geil, aber dennoch sind sie am Start. Und ja, bevor wir jetzt zur Angriffstaktik kommen, die ich jetzt aktuell mache, da ich jetzt auch Coach Level 2 habe. Coach Level 2 war nämlich hier im Shop. Den konnte ich jetzt upgraden. Das war richtig nice heute im Stream. Und dazu habe ich auch noch den Boxer Level 9 bekommen. Der ist sogar fast auf Level 10. Habe ich eine neue Taktik entwickelt. Allerdings muss ich euch dazu eine Sache sagen, die ihr nämlich live verfolgen könnt. Und zwar haben Bigspin und ich eine Wette. Es geht darum, wer bis morgen um 18 Uhr mehr Sterne hat. Da ich natürlich im Vorteil bin und es quasi auch eigentlich in der Hand hätte, wenn ich komplett durchgrinde, habe ich gesagt, dass ich quasi doppelt so viel Subs gifte wie Bigspin. Er würde 10 Subs giften. Wenn ich vor ihm sein werde, morgen um 18 Uhr, beziehungsweise heute, wenn ihr das Video seht, heute um 18 Uhr. Und
Wenn er gewinnt, dann muss ich ihm 20 Subs giften. Ist schon heftig. Es ist eine geile Wette. Wie gesagt, schaut heute gerne sonst vorbei. Wir werden heute auf jeden Fall auch noch streamen. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht werde ich sogar das Finish dieser Challenge streamen, wenn es eine knappe Sache oder so wird. Oder allgemein, wenn ich da Bock habe zu streamen. Werdet ihr sonst, oder werde ich auf Insta announcen. Müsst ihr sonst auf Instagram vorbeischauen. Da kündige ich alle Streams an. Habe ich auf jeden Fall mega Bock. Und ja, mit welcher Challenge oder mit welcher Aufstellung ich dort kämpfe, zeige ich euch jetzt. Meine Taktik aktuell ist einmal Boxer. Dann einmal Guards. Dann zweimal Laser und einmal Pitcher. Ich zeige euch gleich, warum die Taktik ist. Einmal Rage, damit es schnell geht, und einmal Paratroopers und natürlich den Coach, den wir auch healen werden. Und die Angriffstaktik, die werde ich euch jetzt zeigen. Die Suche ist jetzt mittlerweile etwas kürzer, da ich ja resettet wurde. Dadurch bin ich recht oder etwas tiefer wieder in den Sternen. Aber dennoch ist allgemein die Suchzeit wieder sehr lange, wenn man hochkommt. Die Taktik ist ein Split-Push. Die Taktik funktioniert so, dass man unten mit Boxer, Doppel-Laser, Coach pusht und oben mit Guards und Pitcher. Dann rage ich, sobald wir in die Nähe von irgendwelchen Verteidigungsgebäuden kommen. Zack, jetzt rage ich. Wenn der Rage aufhört vom Coach, dann rage ich wieder. Und dann kann ich sonst noch die Paratroopers zum Beispiel auf den Pitcher oder so hier setzen. Und so kommt man eigentlich recht schnell durch und zerstört auch recht schnell die Map. Jetzt zum Beispiel gerade 20 Sekunden hat der Fight gedauert. Also ich muss sagen, der Fight geht recht schnell. Es gibt noch einige Taktiken, die schneller sind. Aber ich muss sagen, oder da können wir auch nochmal, genau, wir können auch gleich noch auf eine andere Taktik eingehen, die viele in meinem Clan spielen, die ich jetzt noch nicht spiele, weil Kung Fu noch nicht recht gut gelevelt oder nicht so gut gelevelt ist. Das werdet ihr gleich sehen. Dazu werden wir nach dieser Taktik kommen. Wir werden damit jetzt ein paar Fights machen, damit ich euch zeige, yo, die Taktik funktioniert wirklich. Viele haben mal gefragt, wie stark die wirklich ist und so weiter. Da würde ich sagen, gehen wir da dann drauf ein. So. Wir packen hier wieder einen Boxer vor. Zweimal Laser. Und wir sollten eigentlich fast jeden Gegner 3-Tron können. Also, wir sollen eigentlich fast bei jedem Gegner 3 Sterne holen. Nur die Besten der Welt, wenn ich jetzt so einen Trimix oder so angreife, der da 2800 Euro oder so reingepayt hat, da könnte es dann etwas schwieriger werden. Aber bei einem normalen Gegner sollte ich eigentlich keine Probleme haben. Ich verwende hier, glaube ich, jetzt auch nicht den Rage, weil ich nicht... wobei, vielleicht verwende ich den Rage nochmal. Ich verwende den Rage lieber nochmal. Gehen wir auf Nummer sicher. Ihr seht, es ist recht close, aber der eine Laser hat noch Full Life. War ein bisschen knapper. Ich muss eigentlich auch den Rage immer verwenden. Paratroopers kann man, wenn mal, sparen, weil viele haben eh Ninja in der Box. Wenn man die Paratroopers verwendet, dann sind sie oft verschwendet, weil die Leute das eh mit einem Ninja in der Box beschützen. Dementsprechend teilweise unnötig. Und viele hatten auch nochmal gefragt, wie man am besten Gems verwendet. Und es kommt immer wieder die Frage, wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn man Gems hat, am besten investiert man sie in Schlüsseln. Auch wenn man Free-to-Play nur Gems hat. Auch wenn man Free-to-Play Gems hat, wenn ihr sie investieren wollt, dann nutzt sie für Schlüssel, weil da kriegt man die meiste Value draus. Kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Clash Royale mit der Grand Challenge, dass man dort eben nicht einfach stumpf irgendwelche Truhen öffnet, sondern dass man halt eben selbst grindet und dabei sein Level verbessert, indem man Kisten freischaltet. Durch gewisse Siege oder so. So, jetzt kommt hier wieder der nächste Rage. Wir bringen einfach noch die Paratroopers, weil es ist ja ein Duell gegen mich, so wir wollen ja möglichst schnell vorankommen. Dementsprechend sparen wir hier jetzt nicht an irgendwelchen Dings. Gold, soll's, an Gold mangelt es uns aktuell sowieso nicht, sondern wir gehen hier lieber schnell in Angriffsmodus. Ich denke, würde sagen, wir machen noch einen Angriff mit der Taktik. Und dann kommen wir zu der anderen Taktik, die viele verwenden, die wir so ähnlich auch schon im letzten Video gezeigt, oder ich im letzten Video schon gezeigt habe, aber die etwas anders ist und mit einer neuen Karte, die ich jetzt erst freigeschaltet habe mit Headquarter 7, nämlich dem Kung Fu. Und der ist halt noch nicht so gut gelevelt, deswegen spiele ich die Taktik nicht so oft. So, erstmal nochmal die Taktik, wir gehen nochmal mit Laser rein, oben nochmal Wächter und Pitcher. Ich würde sagen, das funktioniert ganz gut. Wir ragen wieder gleich, wenn der Kontakt da ist. Okay, irgendwie gehen die hier runter in die Lane, keine Ahnung. Da hat man gerade wieder gesehen, wenn die Laser... Oh, ich habe aus Versehen den Paratrooper gedroppt. Ja, moin. Das war ein bisschen fail. Wenn der Laser den Dummy zerstört, dann kriegen irgendwie alle Gebäude und Truppen Schaden. Ich habe keine Ahnung, dieser Bug ist immer noch sehr, sehr komisch. Also falls ihr so einen Dummy in der Defense habt, kann es passieren, dass alle Gebäude und Truppen Schaden kriegen, wenn der Laser irgendwie einen Schuss darauf trifft. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie sau weird, aber kann leider passieren. So, wir kommen jetzt zu der neuen Taktik, beziehungsweise das neuen Taktik. Es ist eine alte Taktik, die etwas umgewandelt wurde. Und zwar nimmt man hier zweimal den Kung Fu. Der ist, wie gesagt, noch nicht so hoch gelevelt. Oh, wir können ihn gerade upgraden, sehe ich. Das werden wir auf jeden Fall direkt mal machen. Level 9 ist für eine Common Card jetzt noch nicht so heftig. Ihr seht, ich habe die anderen zum Beispiel hier auf Level 14. Alle eigentlich auf 14, deswegen ist es jetzt nicht so gut. Aber es ist okay. Und dann spielt man dazu den Rest Hotshot. Das kennt ihr ja schon. Und dann Unsichtbarkeitszauber.
was auf jeden Fall stark ist. Und das liegt daran, dass hier die Kung-Fus als Tank funktionieren. Das heißt, die Kung-Fus sind noch etwas mehr tanky. Die haben aber genau die gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, man kann die hier perfekt zusammen platzieren. Und die laufen alle gleich schnell. Und das ist halt das Geile. Deswegen funktioniert die Taktik auch so gut. Jetzt ragen wir hier, machen Unsichtbarkeitszauber. Der hält eh so lange, dass es sich lohnt, auf Truppen zu spielen, wenn sie gefreezed sind, weil dann können sie in der Zeit nicht angegriffen werden. Und der Freeze wird eh so lange halten, dass sie dann wieder rauslaufen. Weil der Freeze ist eigentlich, oder der Unsichtbarkeitszauber, ich sage jetzt Freeze, sorry, der Freeze gibt es auch noch. Ich meine Unsichtbarkeitszauber. Der hält halt irgendwie 7 Sekunden oder so auf meinem Level. Wir gucken mal eben nach, wie lange der hält. 7,5 Sekunden und die Truppen laufen immer raus. Das heißt, der Unsichtbarkeitszauber hält eh lang genug. Das heißt, wenn die Truppen stehen und gefreezed werden, ist ein Unsichtbarkeitszauber am besten, den in so einer Situation zu spielen, weil sie dann keinen Schaden kriegen können und trotzdem den Unsichtbarkeitszauber noch haben und dann auch wieder rauslaufen werden. Also sie werden eh nie komplett in diesem Radius bleiben, weil wenn sie rauslaufen in diesem Radius, haben sie noch kurz die Unsichtbarkeit und dann ist der Effekt weg. Deswegen, ja, an der Stelle auf jeden Fall empfehlenswert, wenn der Gegner irgendwie einen Freeze in der Defensive hat, so eine Freeze-Bombe, dann auf jeden Fall in so einem Moment freezen. Das lohnt sich eigentlich immer. So. Wir hauen die Truppen hier ran. Sagen Rage. Dann hauen wir den Unsichtbarkeitszauber raus. Ja, das ist halt komplett Vernichtung. Das geht halt, das ist halt teilweise echt krass schnell, muss man schon sagen. Wie die Truppen das Ganze hier down kriegen. Ja, das ist einfach, das ist heftig. Die Taktik funktioniert sehr, sehr gut. Wie gesagt, wenn man Kung Fu noch besser gelevelt hat, dann funktioniert das extrem gut. Man kann die Taktik natürlich auch so spielen. Machen wir jetzt einfach nochmal hier nur mit Hotshots. Da viele halt eben auch einfach den Kung Fu noch nicht haben. Also Hotshot auf jeden Fall auch alleine extrem stark in dieser Taktik. Aber ich würde es halt, wie gesagt, eher damit im Kung Fu empfehlen. Da, wenn der Unsichtbarkeitszauber aufhören sollte gegen starke Gegner, weil sie hohe Level haben und die Truppen da länger tanken oder Gebäude, dann hat man eben noch diese Tanks am Start. Und die Hotshots gehen sonst immer instant down. Und das hat das Geile an den Dingern. Aber man sieht es halt jetzt hier. Wo gehen wir rein? Ich würde sagen, wir gehen unten rein. Man wird es jetzt hier sehen. Auch damit so kann man die Gegner schon komplett überrennen. Man muss halt, wie gesagt, im richtigen Moment den Rage werfen. Im richtigen Moment den Unsichtbarkeitszauber. Wir werden jetzt den Unsichtbarkeitszauber ragen, das Ganze. Jetzt werden sie gefreezed. Und ihr seht es, die sind so lange unsichtbar, dass es vollkommen klar geht, dort den Unsichtbarkeitszauber zu werfen. Und jetzt, ja, haben wir ihn komplett überrannt, sehr schön. Die Kanone verliert das Duell gegen Coach, beziehungsweise beide verlieren irgendwie. Beide killen sich da gleichzeitig und ja, somit auch da wieder einen Stern geholt. Ich guck mal kurz auf den Abstand. Wie gesagt, Leute, morgen 18 Uhr endet das Duell zwischen mir und Big Spin. Es geht darum, wer dann höher ist. Big Spin ist jetzt noch 240 Sterne unter mir. 240 Sterne hat richtig krass aufgeholt. Aber wie gesagt, ich werde gleich auch weiter grinden und ich bin gespannt, wer das Duell gewinnt. Ihr könnt es gerne verfolgen. Wie gesagt, heute werden wir wahrscheinlich irgendwo live sein. Ich kündige es immer auf Insta an und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, falls ihr weitere Taktiken sehen wollt, weitere Clankriege, weil Clankriege sind sehr strategisch, vielleicht auch mal mit Bixen zusammen so ein Clankrieg-Video, was er jetzt auch hochgeladen hat, können wir gerne machen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da lassen. Würde ich mich mega freuen. Und ja, wir sehen uns sonst im nächsten Video. Haut rein und bis dann.